Und freut mich, dass ihr wieder alle gekommen seid. Wir werden jetzt in Kürze losgehen und wünsche euch allen viel Spaß dazu. Ich habe nur zum Sagen, der fünfte Stich steht im Raum, man glaubt es kaum. Wir marschieren weiter für unsere Freiheit und für unsere Rechte. Danke, dass du da seid am Muttertag. Ja, hallo Salzburg. Die Kerstin hat schon gesagt, wir haben den 8. Mai. Wir haben Muttertag. Ein weiterer Feiertag, sehr schön. Letzten Sonntag war ich nicht da, da habe ich nämlich einen anderen Feiertag zelebriert. Da haben wir uns ein Bäumchen aufgestellt im Dresscode der Nazis. Ihr als Schwurbler werdet wissen, wovon ich spreche. Alle, die es nicht wissen, öfter mal googeln, was die SPÖ so zur Tracht meint oder zumindest Teile der SPÖ. Ist aber eh wurscht, das österreichische Volk hat sich zünftig angezogen, hat das Tiroler-Lied gesungen, hat sich gefeiert und hat in bierseliger Laune seine Liebe zur Heimat bekundet. Jedes Volk hat seine Liebe zur Heimat bekundet, das sich von Nasenbohren Präsenzdienern krank schreiben hat lassen. Das ganze Teile seines Staatsgebietes, ich meine da Kuckel, Tirol und so weiter, militärisch hat abriegeln lassen, die sich einen Mund-Nasen-Schutz und einen Kaffeefilter verordnen haben lassen. Letzterer bleibt übrigens bis 8. Juli aktuell. Dann gehen wir eh wieder in die Herbstwelle oder so. Ich habe vergessen mitzuzählen, aber vielleicht hat noch von einer von euch noch eine Stricherliste, ob das jetzt die 4., die 5., die 6., die 7. ist. Wurscht, es geht Richtung Dauerwelle. Das Schöne ist, das war letzten Sonntag, heute wie gesagt Muttertag. Und die Frage, die ich mir am Muttertag stelle, in diesem Land, das offiziell keine liberale Demokratie mehr ist und dessen Pressefreiheit inzwischen am Status hinter Namibia gelistet ist, wie ehren wir unsere Mütter? Ganz im Ernst, Herrschaften, ich habe am Weg gesehen, die Kaffeehäuser sind voll, die Gastro floriert, es ist schön. Wir zahlen aber im Jahr die Mutti raus und dann muss sie Spaß haben, weil es ihr Tag ist. Aber sagen wir ganz ehrlich, wir haben unsere Mütter in Altenheime abgeschoben und dort ohne Besuch sterben lassen, weil wir uns gefürchtet haben vor dem, was unser Kanzler erzählt hat, als er sagte, wir werden alle sterben. Wir gehen heutzutage her und haben die größte Problematik mit der psychischen Gesundheit unserer Kinder. Ehren wir damit als Mutter und selbst, ganz im Ernst, ich scheiße auf diesen Muttertag und ich danke jedem, der da ist. Und alle, die jetzt mit der Mutti auf einem Kaffee sind, können ja drüber nachdenken, ob sie vielleicht das Erbe ihrer Mutter egal ob noch lebend oder verstorben, in Zukunft ehren, wie sich das vielleicht wirklich mit Respekt gebühren würde. Mit menschlichem Umgang, nicht mit Spaltung, nicht mit Verrat und nicht mit einmal im Jahr irgendwo auf einen Kaffee hinzahlen, um sie dann wieder irgendwo hinzusetzen und nur zu besuchen, wenn sie am negativen Test hat, mindestens geimpft ist oder ähnliches. Dankeschön!
dass das exekutiert wird im Herbst. Ich sage, erste Welle, zweite Welle, Dauerwelle. Thank you.
Hier könnt ihr sehen, wie diese Frau aus ihrem Garten heraus uns alle provokant mit ihrem Gartenschlauch abspritzt. Dabei hat es ja auch meine Kamera beschädigt. Noch etwas später werden wir mit mehr als nur 3 Eiern aus einer sehr großen Höhe beworfen, wo dieser Eierwerfer ganz bewusst bei uns Demonstranten eine schwere Körperverletzung in Kauf nehmen will. Ich habe beide Aktionen, also das Wasser und vor allem das Eierattentat, bei der Polizei angezeigt und wird nun vom Staatsanwalt überprüft. Beide Szenen habe ich noch extra ein eigenes Video gewidmet und euch in der Videobeschreibung unter diesem Video verlinkt. Hier erkennt man an meinem Kamerabild, dass nun am Rand alles verschwommen ist, da sich mein Objektiv sehr schwer tut, den optimalen Fokus zu finden. Später, wenn mein Objektiv trocken ist, werden sich Kalkflecken bilden und so meine Kamera in ihrer HD-Fähigkeit herabgesetzt sein. Aber wie schon erwähnt, habe ich dieses Verhalten nicht nur als aggressives Verhalten, sondern auch als eine Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht. Es wird Zeit, dass die Personalien aufnehmen. So schaut es erst einmal aus. Das werden wir jetzt auf unsere Ordnung weisen. Ja, aber fix bald einmal. Lang warten wir nicht mehr. Dann haben wir die nächste Polizei. Du bist jetzt der Star des heutigen Tages. Ist mir scheißegal, was du mir verbietest. Ist mir scheißegal, was du sagst. Ja, ich weiß, ich hab's eh auf Kamera, wie es mir angespritzt hat. Kommst du ins Fernsehen? Ja, ich war ja im Herbst. Nein, nicht der Ballon. Dann haben sie sich ja auch nicht. Wann nehmen Sie die Personalien auf? Wollen Sie jetzt mit denen da an Kaffeegrenzen diskutieren? Ja, immer das Gleiche. Wo ist der Herr Rohrhofer? Ich werde das den Tag nachverfolgen, ob die Anzeige stattgefunden hat, gell? Ich sag's euch nur. Und ich möchte der Polizei mitteilen, dass ich mitfilme, gell? Wenn es keine Anzeige gibt, dann gibt es für euch eine Anzeige. Was ist passiert jetzt? Angespritzt haben sie, sonst wird mir gut geschlagen. Ah, okay. Ja, erklärt sie aber, ich bin 4 Wochen später. Dann nehmt die Personalien endlich auf! Die nehmen wir ja nicht auf. Ja, ich nehme das auf Video auf, gell, dass sie es nur wissen. Und wenn die Amtshandlung nicht passt, dann sagt sie es auch fällig. Ja. Er nimmt das auf, dass er nichts macht. Ganz genau, so ist es. So geht es nicht. Aber erst nachdem sie gespielt haben. Es gibt eine Anzeige, dass sie auf meine Kamera gespritzt haben, gell? Entschuldigung, wenn er bei euch im Garten stand, was versteht ihr unter eurem Garten? Den Teil außerhalb des Zauns, glaube ich, kann man nicht mehr als euren Garten bezeichnen. Ach, ja. Wissen Sie, wo die Grundschutzgrenze ist? Zumindest, ich werde eine Anzeige machen, dass sie auf meine Kamera gespritzt haben, gell? Nein, ich spreche Deutsch genauso wie Sie. Wenn Sie sagen, er stand auf der Grundstücksgrenze, darüber könnte man reden. Wenn Sie sagen, er stand im Garten, dann hätte man gesagt, Ihr Garten ist jener Teil, der hier eingezäunt ist, und da stand er nicht. Es ist so. Fakt ist, ich hab's mit der Aggression angefangen, indem sie es noch draußen gespritzt hat. Ganz kurz leise. War es nur Spaß? Keine Ahnung. Ja, der Spaß hört sich auf, wenn man auf meine Kamera spritzt. Da gibt's auch schon mal Anzeige. Das ist mir persönlich voll wurscht. Nur wenn Sie Leuten, die Ihr Demonstrationsrecht wahrnehmen, im Sinne von einer Versammlungsfreiheit und einer Meinungsfreiheit, einem Angriff mit einem Gartenschlauch, so wie Ihr da Hände unterzieht. Entschuldigen Sie, Sie haben auf meine Kamera gespritzt, die kostet ein bisschen was, gell? Nein, die zweite Kamera. Zufällig habe ich 2 in der Hand gehabt. Sie geben zu, dass Sie quasi da gerade eben... Es ist aber auch nicht Ihr Problem. Will ich nicht Polizeidienststelle, ja, melde mich nach der Demo für die Anzeige. Das ist aber nicht Ihr Problem. Die können eh weitergehen. Egal, ob Sie da Ihren Wein trinken oder ich da stehe. Alkohol und Autofahren vertragt sie nicht so gut. Würde ich einer abraten. Nehmen Sie ein Taxi. Nein, stopp. Wir haben nicht Blumen draußen. Auch das ist nicht mein Problem. Ja, also seien Sie ruhig, bitte.
Sie gehören nicht dazu. Sie haben mir ganz genau ins Gesicht geschaut, wie sie mich angespritzt haben, gell? Ich bin nicht eher eine Blume. Ich bin ja ein Zorn. Was tue ich beleidigt? Was willst du von mir? Na, wir sind per Sie nicht mehr durch. Ich bin der Dumme hier, weil du bist der Dumme. So, heute sind wir etwa heute. Aber wenn du Dummen gehst, hast du ein Problem. Ich habe nichts. Ich habe Wasser auf dem Hut. Das können wir eh sehen, wer weiß. Wir haben meine Personalien, ich werde dich eine Anzeige machen, dass sie mich auf meine Kamera angegriffen hat mit dem Gartenschlag. Das ist kein Angriff. Das ist ein Angriff auf eine Kamera, sehr wohl, weil die kostet ein bisschen Kohle, glaube ich. Gell? Ja. Gehen Sie dann auf eine Polizeiinspektion und sagen Sie das an. Dokumentieren Sie es bitte gescheit. Das kostet einen Anschlag. Die Stadt macht bereits Werbung dafür. Elvis neuer Medienfonds, Stück der Woche. Somit. Woo!
Jetzt werden wir mit mehr als 3 Eiern aus sehr großer Höhe beworfen. Dieser Eierwerfer nimmt dabei gerne in Kauf, dass er eine schwere Körperverletzung an den Demonstranten verübt. Bekommt mal ein Ei mit voller Wucht auf den Kopf oder gar ins Auge. Auch dieses Attentat habe ich mit anderen Demonstranten zur Anzeige gebracht. Ein Mitdemonstrant konnte sogar sehen, von welchem Balkon aus wir beworfen wurden. Der Postanschlag, dann wieder ein Eieranschlag. Ich hab's gern. Bei den Klosterheim. Diese 3 Polizisten wurden beauftragt, diesen Tatort oben am Balkon zu eruieren. Das hätten sie aber nicht gemacht, wenn wir nicht explizit darauf bestanden hätten und ihnen gezeigt hätten, von wo die Eier geworfen wurden. Wobei diese 3 Polizisten kaum, als wir alle aus der Sichtweite waren, wieder umgedreht hatten und diese Eierattentäter somit davon kommen haben lassen. Jedoch nach Sichtung meines Videomaterials habe ich dann mit einem anderen Mitstreiter dieses Attentat dann bei der Rathauspolizeiwache zur Anzeige gebracht. Ja, werden aber nicht sinnvoll eingenutzt. Also 3 Eierwerfungen hier an dem Platz, dann noch der Wasserschlauchattentat. Mutige Leute. Ja, schau, nach mir hat letztens im Dienst einer mit einer Tomate geworfen. Aus dem vorbeifahrenden Auto. Hat dann auch laut intoniert: Alerta, Alerta, die habe ich mir auch gedacht, bei der Bahn. Das kennen sie aber so richtig gut, was du arbeitest. Ja, das Depperte ist, dass auf so einem Auto halt ein Kennzeichen drauf ist. Und ich gehe davon aus, dass dieser schwarze Golf, frag mich nicht welches Modell, weil ich fahre ja kein Golf. Jedenfalls dieses Salzburg-Landmodell, dessen Nummer ich mir notiert habe, irgendwann vielleicht da mal wieder meinen Weg kreuzt. Aber nachdem ich es ja schön finde, wenn heutzutage quasi irgendwer mit Lebensmitteln um sich schmeißt, in einer Zeit, wo das Leben immer teurer wird, alles gut. Du, die was da oben wohnen, können sie ja noch einiges leisten, sonst würden sie da nicht hausen dort. Ausklatschen, mein Computergarantie hat sie noch immer nicht. Was willst du schon? Braucht der Hilfe mal. Wieso brauche ich Hilfe? Hilfe, ausklatschen. Braucht immer Hilfe. Ein Barber, was wird man lang schon mit Tattoo? Ein Tätowierer darf ja quasi nur noch mit ganz wenig Farben arbeiten. Da ist ja jetzt draufgekommen seitens unserer stets beschützenden und allseits beglückenden EU, die zwar gerade einen Krieg vorantreibt, aber dass ja Tattoofarben eventuell ungesund sind, was ja quasi laut dem Charité-Bericht und manchen anderen Berichten über die plötzlich auftretenden Nebenwirkungen von diversen Impfstoffen, die ja nicht gegeben
verboten ist. Rauchen dürfen auch weiterhin, saufen dürfen auch weiterhin. Aber Tattoo-Farben sind ja eventuell doch gefährlich. Und daneben ist der Barbershop. Ich finde das ganz geil, nachdem wir ja bei unserem maskenlosen Shop letzthin wieder mal festgestellt haben, dass zwar nicht mehr auf der FFP2-Maskenverpackung draufsteht, dass sie vor keinerlei Krankheiten schützt, das hat man ja weggetan, aber man hat gelesen, dass es keinerlei Sinn hat oder dass man es nicht tragen darf, wenn man Bart trägt. Also da kann man ja jetzt nur hoffen, dass der Barbershop in nächster Zeit wenig Geschäft macht, weil viele Menschen aus sozialem Ungehorsam einfach anfangen, sich eine Gesichtsbehaarung stehen zu lassen. Wir haben ja auch gesehen, die Beamten, die heute diese vielen mutigen Attacken von Söhnen, die Wasserschläuche bedienen können oder mit Eiern werfen, um der Mutti am heutigen Muttertag zu zeigen, was sie doch für tolle, harte Jungs sind, beamtshandelt haben, dass die ja auch zum Teil Bart haben. Schlecht ist das halt jetzt für die Frauenwelt, weil die meisten davon haben halt die Möglichkeit, sich einen Bart stehen zu lassen. Nicht. Aber vielleicht kommt ja jetzt die neue Welle, nachdem man ja quasi lange Zeit als Hipster den Bart hatte, dass man jetzt einfach ein politisches Statement macht und einfach sagt, die lassen wir einen Bart stehen. Weil dann ist man nämlich bis 8. Juli, wo ja jetzt diese Maskenverlängerung ein bisschen verlängert wurde, weil in einer Zeit, wo wir uns wirtschaftlich weiterhin an die Wand fahren, braucht man ja ein bisschen auch Geld. Und das kann man ja zum Beispiel mit dem Verkauf von Kaffeefiltern umetikettiert aus China und ähnlichem, ihr wisst schon, Hygiene Austria, durchaus machen. Deswegen hätte ich gesagt, der Staat braucht Kohle. Gegen Maskenverstöße kann man dann auch wieder hart durchgreifen, weil bei Eierwerfer tut man sich auch, wie man gerade gesehen hat, eh nicht. Da findet man die richtige Haustür nicht. Da kann man nur hoffen, dass es nie um ein Gewaltverbrechen geht, weil das wird sonst auch nicht aufgeklärt. So frei nach dem Motto, ja, da haben wir wieder einen Frauenmord in Österreich, aber wir haben leider nicht gefunden, wo wir reingehen müssen. Ja, mei, so ist es halt, ne? In der nicht mehr liberalen Demokratie Österreichs, die zwischen eine Pressefreiheit irgendwo hinter Namibia hat, und ich freue mich, dass der Roman diese Schwurbeleien von den bildungsfernen, rechtsextremen, nicht trachttragenden Aluhutträger wie mir im Sinne dieses Spaziergangs mal wieder festhält. Also wie gesagt, das ist mal wieder ein ganz normaler Sonntag. Es ist mal wieder schön. Ne? Vor allem jetzt wisst, wo solche Ohrenhaare wegblämen könnt und dann erst tätowieren lassen. Hi, 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 hi
Freiheit! Souveränität! Thank you.
Radikaler Burto! Thank you.
Eine Mafia, die diesen Völkermord abzieht. Und das Volk glaubt es immer noch nicht. Wir sind die Einzigen, die es realisiert haben und die es offen sagen. Und es ist ganz wichtig, dass du genauso das weitergibst. Das ist ganz wichtig, weil nämlich wir werden, alle Geimpften werden massive Probleme bekommen mit ihrer Gesundheit und viele werden sterben, wird gerade vertuscht. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei jedem,
dem das Aufstehen für die Freiheit heute wichtiger war als das Kaffee trinken. Danke, dass ihr alle den Mut beweist hier das Wochenende. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ihr seid super, hört ja nicht auf damit. Lasst euch den Mut nicht nehmen. Lasst euch den Willen nicht nehmen, für eine freie Zukunft aufzustehen. Egal, wie sie uns nennen, egal, was sie mit uns machen. Wir werden zusammenhalten. Ja, wie man sieht, ist der eine oder andere Impfdurchbruch doch immer wieder unterwegs. Ne? Wer das nicht glaubt, kann inzwischen sogar bei den Systemmedien wie OE24 und ähnlichem die Charité-Studie nachlesen, wo man jetzt plötzlich draufgekommen ist, dass es ein Underrating bei den Impfdurchbrüchen und Schäden gibt. Wie gesagt, Wort derer Demonstranten. Aber darauf will ich gar nicht eingehen, weil es ist ja eh schön, dass wir ein paar Wasserspritzler und ein paar Eierwerfer gehabt haben. Also echte Kapazunder, die der Mama heim gesagt haben, was sie können. Anonym von einem Hausdach oder aus einem Garten aus, das braucht man. So kämpft man in einem Land für die Freiheit, das die höchste Teuerungsrate seit 1945 hat, auf dessen neutralen Straßen und in dessen neutralen Luftraum noch Waffen transportiert werden. So muss das sein in Österreich 2022. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ganz nebenbei bemerkt, weil wir gerade so bei mündigen Bürgern und dem Widerstand waren, ich kann mich Kerstins Worten da nur anschließen. Ich möchte darauf hinweisen an die paar wenigen, die jetzt noch da sind, weil sich die anderen schon wieder in die Anonymität etwas zurückgezogen haben. Morgen, sprich am 9. Mai, enden diverse Fristen für Volksbegehren, unter anderem das gefühlt 211. Mal. Zur Anerkennung des Neins für die Impfpflicht und als mündiger Bürger sollte man nicht nur am Sonntag spazieren gehen oder an einem Dienstag in Allein oder an einem Donnerstag, wo auch immer und an einem Mittwoch, wo auch immer, sondern man sollte auch seine Grundrechte der Meinungsäußerung dahingehend nutzen, dass man, wenn nicht wieder die Technik abkackt in diesem hochentwickelten Land, entweder im Netz oder persönlich auf einem Gemeindeamt und ähnlichen da unterschreibt. Ich rede mir hier regelmäßig die Lippen fusselig, indem ich dazu aufrufe, dass sozialer Ungehorsam mehr ist, als nur einmal die Woche ein Fähnchen im Kreis zu tragen, das die meisten übrigens an dieser Stelle immer noch verkehrt romantiert haben. Kleiner Tipp meinerseits, wer einen österreichischen Bundesadler auf seiner Flagge hat, der möge die Flagge verkehrt rum hissen. So ist es nämlich ein Eingeständnis des Zugehörigkeitsgefühls zu dieser Republik. Wenn man die Flagge verkehrt rum hisst, ist das ein Notsignal, das kommt aus dem Militärischen und weist darauf hin, dass man mit der Situation überfordert ist. Also jeder, der den österreichischen Bundesadler aktuell noch richtig rumtragt, ratzt vielleicht das nächste Mal um und zeigt auch damit ein bisschen Alter. Dankeschön. Wie dem auch immer sei, morgen ganz wichtig bitte, alle, die es noch nicht gemacht haben, Petitionen unterschreiben. Vielen Dank. Ja, damit verabschieden wir. Nicht klatschen, das hat unser Pflegepersonal nichts gebracht, das hat nie was gebracht, nicht klatschen, handeln, aber trotzdem danke. Ich verabschiede mich trotzdem bis zum nächsten Sonntag, weil ich darf jetzt noch einen Polizeibericht machen, zwecks dieser vielen lustigen Angriffe heute. Man hat uns in den letzten Monaten ja seitens der Exekutive gerne abgemahnt, zwecks Maskenverstößen oder sonstigen, weil wir ja eine angemeldete Veranstaltung und eine politische Versammlung sind. Dann hätte ich gesagt, haben wir heute auch das Recht, den Schutz einer solchen in Anspruch zu nehmen. Das heißt, wir werden jetzt aufs Wachzimmer gehen und werden schauen, was sich da weiter ergibt. Weil offiziell ist unsere Exekutive, die wir ja auch mit Steuergeld finanzieren, auch berechtigt und verpflichtet, jeder Anzeige nachzugehen. Damit wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Grüße an die Mama und bis nächste Woche. Einige wissen, dass ich eigentlich regelmäßig da bin, eigentlich jeden Sonntag. Ich habe mich in den letzten 5-6 Wochen leider Gottes etwas zurückgehalten. Ich will mich dafür ganz offiziell bei der Kerstin, beim Christian und auch beim Peter entschuldigen. Ich bin der Werner. Einige wissen, wer ich bin.
Leute, ich hab's richtig vermisst, mit euch zu gehen. Danke für die Energie, was heute wieder da war. Ich hab's echt gespürt. Merci euch. Ich möchte mich natürlich ganz herzlich bedanken an jeden, der es mitgegangen ist. Jeder ist super, der was mitgeht. Und ich wurde auch schon ein oder andere Mal von meiner Schwester, die Freundin, das Rechtsradikale und das Faschist bezeichnet. Ja, und sie ist erwachsen, finde ich halt ziemlich dumm, zu einem Kind das zu sagen. Ja, sie kann mit, vielleicht mit dem anderen streiten, wie beim Papa, aber dann noch auf mich losgehen. Ich weiß nicht, ob das einfach nur blöd ist oder ich weiß nicht, wie man das sagen kann, aber auf jeden Fall, ja. Und auch von vorherigen Mal möchte ich mich an alle, die was gespendet haben, nochmal sehr bedanken und an alle, die mitgehen, nochmal sehr bedanken und ja, Dankeschön. Danke an Jonas, der auch immer fleißig dabei ist. Eigentlich eh alles gesagt, was es zu sagen gibt. Wir sind heute mit Eiern beworfen worden. Wir sind bespritzt worden aus Gärten. Da zum Schluss am alten Markt hat man her mit einem Stock auf ein Tambourin geschlagen. Aber im Endeffekt waren trotzdem sehr viel positive und freundliche Gesichter, die uns da zugeschaut haben. Also das muss man schon auch wieder immer wieder hervorheben, dass eigentlich weit über die Hälfte, wenn nicht sogar drei Viertel von den Leuten, die am Rand stehen, uns mittlerweile positiv gesinnt sind, auch wenn sie selber nicht mitgehen, aber zumindest ein Lächeln ist dabei. Insofern gibt es eh noch genug Stoff zum Weitermachen. Der Verfassungsgerichtshof hat wieder mal im Sinne der Regierung etwas beschlossen, und zwar, dass der Minister einfach Experten benennen braucht und diese Experten dann Prognosen abgeben können. Und das reicht dann eigentlich, um verfassungsgemäß zu sein. Im Endeffekt war das die Feststellung vom Verfassungsgerichtshof. Und das ist ein Blankoscheck für alles. Für Corona sowieso, mit dem es im Herbst weitergehen wird. Aber auch wenn man sich dann nicht mehr klimakonform verhält, wenn der Umweltminister oder die Umweltministerin dann irgendwelche Experten hervorzaubert und irgendwas behauptet, oder die irgendwas behaupten, dann gibt es auch wieder die Legitimation für irgendwelche Lockdowns, wenn man sich nicht dran hält. Oder dann für das bedingungslose Grundeinkommen oder für Social Credit Systeme, wenn man da nicht mitmacht. Es gibt halt Lockdown für die, die es nicht wollen. Alles mehr oder weniger freie Unterschrift für die kommende oder für die Regierung. Also es gibt noch genug zum auf die Straße gehen. Und auch von mir danke, dass, sagen wir mal, weit über 100 Leute unterwegs waren, dauerhaft mit uns. Und ja, wir sehen uns die nächsten Sonntage auch wieder. Manchmal hat man das Gefühl, dass die Leute sich irgendwie gern unterdrücken lassen, gern kontrollieren lassen. Aber ich glaube einfach, das liegt daran, dass sie noch nicht das ganze Ausmaß erkennen, was da in Zukunft auf uns zukommt, wenn man sie nicht impfen lässt, wenn man nicht klimagerecht sich verhält, wenn man nicht gehorsam ist der Regierung gegenüber. Und deswegen werden wir weitergehen. Und wenn wir nur 50 sind zwischendurch im Sommer, bitte, 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 gebt's nicht auf. Niemals. Wir sind für freie Zukunft und das werden wir auch noch sein, wenn es statt mit Eier mit Stern auf uns schmeißen. Aus Wasser! In diesem Sinne freue ich mich ganz, 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 ganz von Herzen auf nächsten Sonntag, wenn ihr euch alle wieder seht. Hiermit ist die Veranstaltung beendet und ich bin froh, dass es euch alle gibt. Danke. Da habe ich noch einen kleinen Nachsatz, wenn sie dann irgendwann so weit sind, dass sie mit Steinen werfen, also die Scharia mit dem Steinigen bei uns einführen, dann haben wir einen großen Vorteil, weil wir sind dann wahrscheinlich mit unserem Social Credit Punktesystem so weit, dass man da keine Belohnung kriegt, wenn man da quasi als
fundamentalistischer Steineschmeißer am Staat ist. Falls es dann doch kommt, dann sollte man vielleicht drüber nachdenken, diese nicht mehr liberale Demokratie zu verlassen und in ein Land zu gehen, das vielleicht doch eine bessere Pressearbeit hat als wir mit einem Status hinter Namibia. Sei es wie es sei, Steine schmeißen ist ganz toll, Eier werden eh bald ausgehen. In diesem Sinne, schönen Sonntag. Jetzt ist die Versammlung beendet.